Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu meinen Rewards. Ja, Freunde, wir haben heute wieder die Division Rivals Rewards, die Food Champions Rewards. Was gibt's großartig anzukündigen? Wir werden heute die Elite 1 Rewards abholen mit 28 Siegen. Wir haben natürlich auch wieder Rang 2 erreicht, also 225 K-Sets in den Rivals Rewards. Also es gibt auf jeden Fall heute fette Pack. Ne? Da könnt ihr euch auf was freuen. Und dann haben wir natürlich auch ein geiles Team. Ziel ist natürlich Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Chaveiro. Ja, also es gibt geile Spieler, muss man schon sagen. Mit Nainggolan, mit Gomez, Ronaldo, Koulibaly, Joao Cancelo. Aber es gibt auch genauso viele, die einfach scheiße sind. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir heute wieder nur Müll ziehen. Aber ich würde sagen, wir starten mal rein. Heute ein bisschen broke sehe ich aus. Wir haben wieder eine frühe Uhrzeit. Ich war sogar schon eine Stunde unterwegs gewesen. Ein bisschen im Arsch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein, Freunde. Wir hauen natürlich wieder direkt auf die Kacke. Mit dem Walkout. Tots. Kein Tots. Oh mein Gott, Willy Orban, Alter. Der Willy will's wissen. Oh, Double Walkout. Nice. Come on. Pack Nummer 2. Back to back. Kein Back to back. Aber irgendwas anderes? Ja. Nö. Also, Food Champions, Freunde, ich bin heute ein bisschen verpeilt. Elite 1 mit 28 Siegen, sehr, sehr nice. 3 Spielerwahlobjekte, 2 Premium Serie A Tots und 200 K-Sets. Gibt nochmal 125.000 Münzen drauf. Hui, hui, hui. Wir haben jetzt hier 3 Player Picks. Und so ein Ronaldo wäre natürlich krank, weil dann könnten wir einfach unseren Ronaldo Toti verkaufen und dann den roten Ronaldo dahinstellen. Die Hoffnung ist da. Und ich würde sagen, let's go, come on, Ronaldo. Ich bin gerade unsicher, ob das mein wertvollster Player-Pick ever ist. Ich glaube schon, oder? Hatten wir schon mal einen wertvolleren? Ich glaube nicht, der Ne hatte ja, glaube ich, den Van Dijk gehabt, aber Gomez? Ich weiß nicht, ob wir schon mal was Besseres hatten. Jetzt noch ein Ronaldo hinterher. Come on, Cristiano! Okay, wir haben Sirigu, Müll, Van Persie ist, glaube ich, auch weniger wert. So ein Izzo ist, glaube ich, schon mehr wert. Da machen wir es auch wieder relativ schnell und gehen mit Izzo. Izzo, Izzo. Letzte Chance auf Ronaldo in Rot. Bitte, EA, come on! Okay. Blind, Chiesa, Piatek. Okay, also die Player-Picks sind auf jeden Fall krass. Mit Gomez ist, glaube ich, so 600k wert. Izzo 200, Piatek auch 200. Nimmt man auf jeden Fall mit. So, und jetzt kommen wir zu den dicken Fischen. Jetzt kommen wir da, wo man dann auch was verkaufen kann. 200k-Sets, let's go mit dem ersten. Come on, ein Walkout will ich aus den 100k-Sets haben. Und wir starten rein mit einem blauen. Nicht mit einem blauen, aber mit einem Messi. Mit einem Skriniar. Wow. Zweites 100k-Set, come on, let's go. Kein Walkout. Okay, aber wir haben immerhin einen gezogen, damit bin ich zufrieden. Es gab auch schon Zeiten, da habe ich auch einfach gar keinen Walkout daraus gezogen. Und hier haben wir Visca drin. Okay, wir haben jetzt 2 Dreier-Sets. Das sind 6 Tots-Spieler. Und da ist die Chance auf... Ja, da ist schon die Chance, einen krassen zu ziehen, ziemlich hoch. Also ich will auf jeden Fall einen drin haben, der 500k bringt. Sei es jetzt ein Koulibaly, Joao Cancelo. Da muss schon einer kommen. Wenn wir jetzt nur Müll ziehen, wäre das schon ziemlich bitter. Okay, come on. Let's go. Yay, yeah, bring Päckler. Gib mir die Portugal, Leute. Gib mir die Portugal. Bitte. Come on. Let's go. Blau. Let's go. Come on. Koulibaly im ersten 96er. Und ich glaube, der ist schon 600-700k wert. Nice. Come on. Let's go. Yes. Okay, mal gucken, was wir noch hinter haben. Oh mein Gott! Was? 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 Ich wette mit euch, wenn du kein Cristiano Ronaldo drin hast, gibt es kein besseres Dreier-Set als das. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben Chiellini drin, 400k. Wir haben Gomez drin, 600k. Wir haben Koulibaly drin, 600k. Macht summa summarum mit einem Set 1,6. Koulibaly, Gomez und Chiellini in einem Pack. Ich wette mit euch, wir ziehen gleich in den zweiten. Der Beste ist schlechter als der Schlechteste von denen hier. Oh mein Gott, was ein fucking Set. Egal, was jetzt hier drin ist, wir haben mit dem Set davor einfach alles auseinandergenommen. Krank.
Okay, come on. Portugiesisch, Portugiesisch. Komm schon. Portugal? Italien? ZIV Chiellini? Oh, yes. Let's go. Nochmal Chiellini, nochmal 400.000 obendrauf. Nochmal obendrauf. Wir machen da einfach über 2 Millionen Coins. Wir machen einfach mit diesem Set über 2 Millionen Coins. Und wir haben keinen einzigen billigen drin. Ich hätte gedacht, wir ziehen irgendwie einen Donnarumma, der da natürlich auch was wert ist. Aber schau mal, Fabian, 160.000, okay. Aber El Shaarawy müsste auch so 200.000 wert sein. Und dann nochmal ein Chiellini obendrauf, 400.000. Wir haben keinen einzigen gezogen, der einfach irgendwie 30.000, 60.000 wert ist. Da gibt es genug. Es gibt genug, die scheiße sind. Und wir haben einfach über 2 Millionen Coins gemacht mit diesen Rewards. Krank. Also Freunde, dafür müsst ihr auf jeden Fall den Daumen vergewaltigen. Oh mein Gott, ich bin gerade... Ich weiß jetzt nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ich will das Video auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich hochballern. Und ja, wir sehen uns. Haut rein, ciao.